er oder sie oder es. Ja, ja. Der Sturm hat eine Tanne bei uns losgerissen. Die Gefahr war, dass die Tanne aufs Haus fallen könnte. Das Erdreich war schon alles lose. Die Wurzeln hatten sich auf einer Seite schon gelöst. Und die Feuerwehr habe ich dann angerufen. Und die sind dann auch gekommen und haben den Baum wieder gefällt. Ja, aber die Feuerwehr war sehr wachsam und hat erstmal die Äste weggenommen, sodass der Baum sich dann auch nicht drehen konnte. Es ist schön, wenn man eine Feuerwehr noch hat. Viele Orte haben keine Feuerwehr und die sind auch sehr fleißig, muss ich sagen, kommen gleich, ja, und bin sehr zufrieden. Wir wurden hier heute nach Götzow in Oberkirchmann in die neue Luhstraße gerufen. Hier drohte ein Baum umzubrechen auf ein Wohnhaus. Beim Eintreffen hat sich die Lage bestätigt. Eine Fichte, ca. 50 cm im Durchmesser, durch die letzten Witterungseinflüsse der letzten Jahre arg geschwächt, hat keinen Halt mehr gehabt in Sturmböen. Und wir haben dann mittels Drehleiter von der Unterstützung von der Feuerwehr Henningsdorf den Baum abgetragen und letztendlich gefällt und die Gefahr damit zu beseitigen. Alltäglich, Einsätze sind nie vorhersehbar. Alltäglicher Einsatz kann man auch nicht sagen. Jeder Einsatz ist anders, andere Herausforderungen. Kleine Sachen werden manchmal zu großen Einsätzen. Große Einsätze gestalten sich manchmal als relativ harmlos in der Abarbeitung. Wie gesagt, immer neue Herausforderungen, Gegebenheiten, Wind und Wetter ist zu beachten. Tageszeit und wie gesagt, die Art der Gefahr, von der es ausgeht, ob eine Verbreitung der Gefahr besteht oder Ausweitung der Gefahr, das zeigt sich immer erst vor Ort. Eigentlich nicht. Bei so einem Einsätzen ist nicht unbedingt ein Menschenleben zu retten, sondern erstmal eine Gefahr abzuwenden. Da ist höchste Sicherheit geboten für die Einsatzkräfte. Das heißt, unter Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften muss dort die Sache abgearbeitet werden. Wir mussten zweimal abbrechen mit der Drehleiter die Arbeit, weil der Wind so stark wurde zwischendurch, dass Gefahr bestand für die Leiter bzw. für die Personen, die dort unmittelbar beschäftigt wurden. Und in einer ruhigen Pause konnte dann weiter abgearbeitet werden.